Noch immer ergründen wir das Böse, was ganz tief in diesem Spiel zu stecken scheint. Und wo wir gerade von dem Bösen sprechen, wo ist Josef eigentlich hin? Denn wir haben es ja gerade geschafft, diese bolzenschießenden Halodris hier von der Decke zu holen. Und jetzt der ist schon vorgelaufen. Hier guck mal, da steht er, wartet er schon, angespannt. Rechts war ein Item. Du bist an Alpen vorbeigelaufen. Moment, ja, ich hol mir das gleich schon. Da ist es doch. Was wackelt denn hier so? Josef rüttelt am Turm. Ey, Josef! Josef, hörst du mal auf zu rütteln? Also das ist wirklich. Vollkommen gefährlich, was du wir machst. Wir sind hier zu der Gast, Josef. Oben fest. Moment mal, ich. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Der Aufzug steckt also fest. Mal, ich pump ihm mal ein bisschen Leben. Pump ihm was. Komm, gönn ihm doch mal was. Sei doch mal ein guter Gefährte. Gib ihm doch mal Leben. Er will heute nicht. Ist wieder zickig, Josef, ne? Ist wieder zickig. Moment mal, jetzt ist er voll, jetzt ist er voll. Ist er voll gepumpt? Ach hier, den muss ich mal wegbrennen. Ja, brenn ihn mal ab. Zack. Da haben wir auch gleich den Ersatz gekriegt. Und jetzt läuft das Teil auch wieder. Na komm, geht's los. Aha. Abracadabra, war der Aufzug wieder einsatzbereit. Gibt's hier noch irgendwas? Kann man hier durch? Oh ja, das kann man. Und da ist doch etwa eine Packung Gel für uns. Und ein Spiegel. Gut, komm, nehmen wir mal das Gel hier. Dann gucken wir mal, was hier unser Held in sein Tagebuch geschrieben hat, denn das ist das Tagebuch vom 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in einem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir Angst. Kann ich auch ein Stück alles andere. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen, wie alles Wichtige, was ich tue. Mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Dann wird man ja glatt ganz sentimental, wenn man liest, dass der Vater an sein zukünftiges Kind geschrieben hat. Mich hat es völlig kalt gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist ja eh so ein herzloses Arschloch. Komm, wieder rein, lass uns upgraden. Lass uns unseren Schlüssel einsetzen für hoffentlich noch mehr Gel und dann upgraden wir richtig mal wieder hier. Ich denke, wir werden uns jetzt eine richtige Gelportion hier raussaugen. Ja, hoffentlich nervt uns jetzt diese blöde Krankenschwester nicht wieder mit ihren Spielchen, mit ihren Psychospielchen. Nee, heute ist nicht drauf gestimmt, die Old Lady. So, Such du dir mal einen. Ich suche mir aus. Such ich will den hier oben haben. Den will ich. Ach. Drei. Oh, das ist aber gut. Warte mal, sind das Explosionsbolzen? Doch, ist doch geil. 3 Explosionsbolzen, ja, aber ist gut. Wir wollen jetzt immer Bolzen upgraden. Geh mal in die Upgrade-Kammer. Okay, Moment. Einmal, ich weiß, du bist kein Fan. Wie viel haben wir denn davon? Warte mal, geradeaus kann man die auch aufmachen, die Fächer. Guck mal. Nee, ach nein. Kann man hier auch? Ach, hier kann man auch raus dann wahrscheinlich wieder. Hä? Ja. Aber warte mal, da. Nee, da kann man nicht. Okay. So, wir werden uns jetzt direkt mal... Upgraden erstmal. Warum gehe ich eigentlich hier rum? Wir hätten noch die Tür öffnen können. Völlig blöde. Ich bin halt zu faul, ich will die Tür nicht öffnen. Gut, komm. Rauf auf den Platz. Ding. So ein heißer Stuhl. Vor allem die Armbrust kann man ja scheinbar einmal hier bei Waffen und bei Bolzen upgraden. Ne? Geh mal bitte auf Qualenbolzen. Na jetzt gut. Guck mal, wenn man jetzt das Upgrade zum Beispiel für Blendbolzen. Das bezieht sich ja nur auf die Bolzen. Schüsse. Ja, guck mal, Blendbolzen, das ist doch super geil. Plus 3 Sekunden. Dann sind die schon 7 Sekunden geblendet, in denen man sie. Komm, mach mal noch einmal. Dann haben wir super Blendbolzen. Komm. Nee, es wird zu teuer. Ach komm. Nee. Waffen, gucken wir nochmal, was es hier gibt von ihm. Spanngeschwindigkeit, Reichweite und Nachladegeschwindigkeit. Was bringt das? Ich verstehe nicht, was Spanngeschwindigkeit bringen soll. Scharfschützengewehr? 100% erhöht Feuerkraft für mehr Schaden. Nee, ich würde die Pumpgun hier nochmal den Schadensmultiplikator vielleicht erhöhen. Nee, dann lieber kritisch erhöhen. Kritische Treffer. Aber die ist auch recht teuer, ne? Moment mal. Zeig bitte nochmal bei Bolzen, was Explosionsbolzen bringt, die Verbesserung. Nur gucken. Ja, Moment. Weil das war Reserve, Qualenbolzen, Explosion. Explosion, ja, Schwengler.
Was ist das? 100% plus 10 Schaden oder was? Das ist scheiße, das will ich nicht machen. Ich will hier nichts. Ich will hier nichts weiter verbessern. Achso, Radius, das ist auch nicht schlecht. Radius von Experten. Hier, wir könnten natürlich auch die Bolzen. Insgesamt könnten wir noch die Bolzenkapazität hier auch ein bisschen erhöhen, ne? Stimmt, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch recht. Plus klein. Einen aber nur, ne? Das wär, aber ich finde es eigentlich besser, deren Qualität zu erhöhen. Lass uns doch mal. Noch nicht gut genug lass uns doch mal die Pistole noch an. Nee. An die können wir eh nicht. Die ist schon so gut. Können wir noch bei Fitness was machen? Lebensanzeige? Auf keinen Fall Lebensanzeige. Das bringt überhaupt nichts. Die Sprintdauer können wir uns leider nicht leisten. Spritzen, dann komm. Wirkung. Was soll ich machen? Ja, okay. Dann ich bin dafür nochmal Blendbolzen. Dann haben wir super okay, komm. Blendbolzen. So, das dabei belassen wir es auch wieder hier raus. Dann erschaff jetzt nochmal neue Blendbolzen, damit wir die auch voll haben. Dann, wenn da eine große Gegnerhorde kommt, hast du 10 Sekunden Zeit, so viele abzustechen, wie du kannst. Ja? Erstmal speichern wir das. Halte ich für echt sehr effektiv. Das ich glaube, du wirst es nicht bereuen. Das will ich hoffen. Aber nächstes Mal, wenn wir Gel haben, darfst du entscheiden. Ja, das werde ich auch tun. Dann werde ich bestimmt nicht in die Bolzen investieren. Komm, kreier mal kurz neue Bolzen. Mache ich draußen. Hier will ich. Aber nicht durchs Fenster. Doch, ich will mal gucken, was hier auf mich wartet. Ich habe Angst, da kommen wir irgendwie zu der Spinnenfrau. Alles besser als hier zu sein. So, wir sind wieder im gleichen Raum. Na gut. Und. So, Bolzen. Hauen uns jetzt mal die Bolzen durch. Und da wir ja jetzt schon die Blendbolzen verbessert haben, werden wir uns davon genau. Auch direkt mal ein paar bauen. Wir machen nur Blendbolzen jetzt. Ja. So, 3. Perfekt. Die haben wir ja voll, ja. Hier. Ja, ist doch gut so. Also ich finde Explosionsbolzen ist eh gut. Ich finde den Elektrobolzen, der kann gar nichts. So. Und der Harpunenbolzen ist auch scheiße. Ja, aber davon sollte ich einen haben als Notmunition. Ja, der ist gut, weil er viel Schaden macht. Ja. Ähnlich wie die Shotgun. Aber so habe ich auch alles nachgeladen. Warte mal, jetzt muss ich noch die Waffen kurz auf die richtigen Ports setzen. Oh ja, ich habe die ein bisschen durcheinander gebracht eben in der Pause. Ne? Warum hast du denn da rumgefummelt hier? Ja, ich darf ja nicht spielen. Ich weiß gar nicht, wie alles funktioniert. Ja, du solltest auch dieses Spiel nicht spielen. Ist doch besser so, dass du den Controller nicht in der Hand hast. So ein kleines Kind, vor dessen Augen der Onkel die ganze Zeit mit einer schönen Kokosnuss spielt und er darf sie nie anfassen, ne? Verstehe ich nicht. Ist jetzt auch gerade vollkommen egal. Ich brauche auf jeden Fall Schuss auch noch für meine Pumpgun, denn die ist leer. Ja, guck gut, dass wir die nicht abgegradet haben. So, Josef, ich nehme mir mal das Gel. Guck hier nochmal um die Ecke. Gibt's denn hier noch was? Ah, ein paar Spritzen. So. Was ist denn das hier? Für ein Fleischsack. Ein Boxsack. Ein reinster Boxsack. Kommt der her? Ich glaube, den kannst du wegschießen. Irgendwas kannst du damit machen, auf garantiert. Schieb den mal oder so. Ja. Passiert gerade was. Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Huh. Ach, die ist bestimmt im Sack. Warte mal, er hustet wieder. Ach, er. Halt durch. Ist nicht mehr weit. Was ist denn mit dem Sack? Guck mal, da ist. Das ist schon auffällig. Das ist bestimmt die Kidman drin. Meinst du? Da ist jemand drin, auf jeden Fall. Die Form lässt es andeuten. Mhm. Kann ich ihn anzünden? Nee. Nee. Komisch. Soll ich einen Schuss? Nee, ja, ne? Versuch's mal mit der Pistole. Nee. Nee, komm. Scheiße. Vielleicht ist es nur so ein Design-Element. Ich kann auch hier nicht rennen. Also es ist schon gut. Ah, ich bin so gespannt jetzt auf unsere upgegradeten Blendbolzen. Was ist das? Okay. Das war gut. Sind wir hier in der französischen Revolution? Nein, das ist keine. Oh, er will wieder einen auf Held machen. Joseph, du. Du machst dir Sachen. Oh, ich glaube, ich muss unseren Freund retten. Denn das geht ganz schnell. Dann ist sein Kopf kürzer. Oh ja. Scheiße. Nein. Komm schon. Was machst du? Ich rette unseren Freund. Auch nur das richtige Teil. Nein! Ey, ich wollte gerade abdrücken. Tja. Ich glaube, das war nicht. Ja! Oh! Da ist Josef ein Kopf kürzer, ja?
ich wollte es einfach mal gesehen haben. Ich glaube, es war für die Menschenrechte. Ja, ich fand es auch schön. Ne? Man muss auch mal sehen, also, wie Josef stirbt. Damit wurde mein Josef-Hass jetzt etwas besänftigt. Gut, wir hätten einfach mal schneller schießen sollen. Aber um weiterzukommen, bitte rette diesem blöden, elenden Schwein diesmal das Leben. Mache ich direkt. Ach, das ist ein... Ach, letztendlich war er auch in letzter Zeit gar nicht schlecht mit der Axt. Nee. Hat uns ja gute Dienste erwiesen. So, damit haben wir ihn auch gerettet. Den Sack, ey. Alles klar? Gut. Gibt's hier noch irgendwo Munition? Mir geht's gut, keine Sorge. Ich glaube, Sniper-Upgraden lohnt sich nicht, weil ich glaube, es gibt nicht viele Außenlevel wie dieses und... Mal abwarten. Auf engstem Raum ist die wahrscheinlich auch nicht so gut. Dann lieber die Shotty Gun. So, jetzt verleg mal hier deinen Balken. Wie stark Josef ist. Boah! Krass. Oh. Vorsichtig sein. Du hättest sie einfach lassen sollen. Was? Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist besser so. Was soll der Scheiß? Kindskopf, kann man da nur sagen. So ist er mir dankbar, dass ich ihm sein Leben gerettet habe. Ah, Blendbolzen, mein Freund. Auf jeden Fall. Das schreit geradezu nach einem Blendbolzen. Gib mir Deckung, gehen wir. Ach nee, wir müssen flüchten, oder was? Ah. Aber warte, okay. Bis es ein paar sind, ne? Nicht nur einer. Also, den machst du so. Kommen die einer nach dem anderen? Ja, oder? Ja. Ah. Mir wird auch nie recht gemacht bei diesem Spiel. Ja, komm. So, einer nach dem anderen wird jetzt hier folgen. Aber man merkt schon, es ist schon cool, länger, oder? Auf jeden Fall. Da ist sogar noch einer. Da strauchelte noch einer. Nee, der hat gerade seine Axt geworfen. Ach so. Deshalb muss ich mir auch gleich noch eine Spritze hier nehmen. Nächstes Mal können wir vielleicht auch noch die Spritzeneffektivität verbessern, dass man mehr Leben zurückkriegt mit jeder Spritze. So. Schnell, hier lang. Ja, ja. Oh, das ging automatisch. Joseph, bist du in Ordnung? Ja. Also rhetorisch begabt ist unser Josef ja nicht. Nee, gerade, ne? Also ich glaube, den Rhetorikunterricht hat er übersprungen. Ja. Dort ist auf jeden Fall die Kirche von den Fotos. Entsinnst du dich noch? Kannst du Sebastian jetzt einfach mal die Kleidung ausziehen? Ich hab grad Bock, ich hab richtig Bock, mit nackten Charakter. Er läuft gerade automatisch, was ist los? Ernsthaft? Ja. Was ist jetzt? Ja, ohne Scheiß. Was ist denn gemeint? Ich drücke einen Drehwurm oder was? Was ist denn jetzt? Ich kann nichts mehr machen. Das ist, glaube ich, der Einfluss von Josef. Ich glaube, das ist Gehirnkontrolle. Das Spiel ist gerade... Geh mal ins Menü. Ich kann gar nichts mehr machen. Geh mal ins Menü. Das Pad ist leer. Vielleicht musst du das Pad rausziehen oder so. Das Pad ist... Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Sollen wir vielleicht gleich mal eine strategische Pause einlegen? Ich weiß nicht, warte mal kurz. Liebe Zuschauer, das ist nicht gewollt. Überbrück mal kurz. Erzähl mal von... Deiner also, Familie. Wir beschäftigen uns jetzt nochmal mit den Upgrades, ja? Also, wenn ihr dieses Spiel spielt, kann ich jetzt nochmal zusammenfassen, aus unserer Erfahrung, nicht die Nahkampffähigkeit verbessern. Es lohnt sich nicht. Ja, auch auf höchster Stufe macht man einfach keinen guten Schaden. Was sich lohnt, ist es, die Pistole abzugraden, besonders Schaden und kritische Treffer. Damit man mit einem Treffer den Feind vernichten kann. Auch die Shotgun ist eine sehr gute Waffe, gerade in Endgegnerkämpfen, wenn man mal
richtig Schaden auspacken muss. Ja, deswegen empfehle ich auch die Magazinkapazität und den Schaden und den kritischen Treffer der Shotgun zu erhöhen. Ich kann nichts machen, es funktioniert nicht. Und wie ihr gerade gesehen habt, ist auch das Upgrade für den Blendbolzen nicht schlecht. Denn dann habt ihr bis zu, wie bei uns auf Stufe 3, 10 Sekunden Zeit, alle Gegner peu à peu mit einem Schleicherangriff zu töten. So, jetzt! Nein, noch nicht. Bitte! Okay, was sich auch lohnt, ist ein Upgrade für die Tragekapazität für Streichhölzer. Denn mit Streichhölzern lassen sich die Gegner zum Beispiel in den einmal ins Bein schießen und dann abfackeln. Super effektiv. Bitte verschwendet euer wertvolles grünes Gel, aber nicht für die maximale Lebensanzeige, denn sie wird nur leidlich erhöht. Ja? Kurando, was ist denn los jetzt hier? Mir wird schlecht. Mir doch genauso wie dir. Ich drücke ja schon alles. Du kannst nicht aber mal mehr pausieren? Ich kann komm, gar nichts. Wir gehen jetzt hier, wir gehen jetzt hier in die Pause, liebe Zuschauer. Warte Gott, ich krieg das schon hin. Ja. Das muss irgendwie gehen. Was soll ich denn jetzt hier noch erzählen? Ey? Erzähl von deiner Familie. Ah, von nein, das ist Privatsphäre, ja. Ah, Gott. Was ist denn das für ein Pet hier? Also, die Folge wird auch länger dafür. Ja, also wenn ihr könnt euren Blick ja auch erstmal abwenden vom Bildschirm, wenn euch jetzt schwindelig wird, ja, wenn ihr das Gefühl habt, ein epileptischer Anfall steht kurz bevor, ja, dann möchte ich, dass ihr jetzt einfach mal auf den Boden guckt oder eure Hände vielleicht leicht aneinander reibt, damit sie schön warm werden und dann auf eure Augen legt. Und in dieser Zeit einfach nur meiner Stimme lauscht, ja. So. Es geht nicht. Kurando ist hier immer noch schwer beschäftigt damit, dieses kleine technische Malheur zu beheben. Ja, ich glaube, ich habe das Spiel gerade vernichtet. What the fuck? Und da sind wir schon wieder nach diesem mehr oder minder übergroßen Supermalheur, das uns da widerfahren ist. Ich weiß nicht, was es war, aber es war schwerwiegend. Mein Pet ist irgendwie verrückt geworden. Ja. Ich Passiert mal. Darf nicht passieren. Sind in der Nähe. Auch eine passieren. Konsole kann mal abstürzen oder weil auch nicht durchdrehen. So, da werde ich so wütend, wenn man gleich die Tür kaputt geht. Technische Malheur ist jetzt gelöst und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter, hoffentlich ohne Probleme. Das wäre nämlich ich hab unserem, nicht wirklich schön. Unseren Host Kurano auch gerade eine kleine energetisierende Schultermassage gegeben. No homo, ja, das ist ja hier wie Sport, E-Sport. Und jetzt wird er, würde ich sagen, auch doppelt so effektiv. Auf jeden Fall. Wieder auf Zombie-Jagd gehen. Richtig, ja? Krass, ja. Nochmal, no homo, ne? Nee, das ist mir doch klar. Was denn an weitergehen? Massage homosexuell, bitte. Ja, ey, ohne Spaß. Aber man weiß, ne? Die Leute reden manchmal, ne? Lass die Leute doch reden. So, oh, hier pass auf. Da könnte wieder eine Falle sich drin verwenden. Ganz, ganz sachte, ja? Ganz sachte. Nicht so zuschlagen, Leute. Nur. Sachte. Oh, geil. Ein großes Medikit. Ne, oder? War das? Ja, das ne? war eins, aber das müssen wir bedacht diesmal auf wieder jeden Fall anwenden. Nicht wieder wie beim letzten Mal irgendwo inmitten. Nee, das machen wir, wenn wir ganz wenig Leben haben. So, nehmen wir erstmal die Pistole. Ah, ja, genau. Die Nebenwirkung, ne? Das muss man. Die haben Nebenwirkungen, dann wird ein ganz tüdelig, ja, dann dreht sich alles, ja. So. Wie nach übermäßigem Crystal Mess Konsum. So. Da haben wir jetzt so ein bisschen Munition hier. Das sieht doch nach einem Kampf aus. Das war doch gerade ein Familienfoto. Wo war ein Familienfoto? Hast du nicht gesehen? Nee. Das hab ich bewusst wahrscheinlich nicht angeguckt. Okay, komm, jetzt. Ich will jetzt hier noch meine Pistole mal, da, mal richtig durchlassen. Guck dir mal dieses schöne Familienfoto. Josef steht direkt davor. Oh. Komm mal. Ist aber historisch, ja? Ja, eine historische Familie. Eine große Familie. Boah, die haben ganz schön faltige Köpfe. Komm weg, ey. Das ist eher ein Männertreff hier.
Das ist ein Männertreff, guck dir das mal an. Das wäre eine reinste, eine Wurstparty, du. Das ist eine richtige homosexuellen Konvent ist das hier, der hier abgehalten wird. Und guck mal, das ist der Oberfürst. Also wenn die sich jetzt gegenseitig massieren, ja, da hilft kein No-Homo sagen mehr. Nee. Da bricht das Rohr. Ja. Da bricht es. So, komm mal. Ich hoffe nicht, dass ihnen das Rohr bricht, ja, das wünsche ich keinem. Den schon. Aber was ist denn das für ein Magic Wipe gewesen gerade? Wow, Castellanos, du hast verborgene Seiten, die wir noch nicht kennen. Das sieht mir hier ein bisschen nach Friedhofsgelände aus, ja. Und da gehört unser Josef, glaube ich, was auch langsam du, hin. Wir sind? Du auf meinst jeden wohl Fall. Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerung. Josef, gefällt dir das? Hä? Ich heb dir auch dein Loch gleich aus. Hier gleich betten. Da ist wieder das geheimnisvolle Zeichen, das wir schon so oft hier an Wänden und Türen erblickt haben. Es muss irgendein Kultemblem sein. Ja. Hier ist eine riesengroße Maria. Eine geheimnisvolle Sekte von Satansanbetern. Uns hier kurz verstecken. Ich glaube, mit Josef gewinnen wir hier keinen Blumentopf mehr. Nee, der hat seine besten Zeiten schon gesehen. Ja. Ach, wo sind wir hier gelandet? Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall. Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. Ach so, im Sonnenlicht sieht er ja doch ganz nett aus. Da entwickelt sich eine kleine Romanze zwischen den beiden. Naja. Ich glaube schon. Was gefunden? Vielleicht. Lauter Symbole. Irgendein Kult. Könnte hilfreich sein. Ach, guck. Also doch ein Kult. Mir geht's gut. Wir sollten besser weiter. Wo sieht denn er das jetzt? Hier, da steht was. One left. One left, I can the top squash of the two, four of the gym. Aha, okay, gut. Das ist ja schmal. Was ist das denn da? Haben sie da einen Dämonenbestie zerlegt? Das sieht sehr suspekt aus. Das ist eine Folterbank. Guck nochmal rechts daneben. Genau, kann man da noch was finden? Eine Ziege. Hier gibt es auch noch was. Hier gibt es ein Kartenfragment und zwar das 12. Die sind vollkommen nutzlos. Ich weiß gar nicht, was man damit machen soll. So nur mal, um seinen Sammelwahn zu stillen hier. Ach, wir sind voll, ey. Ja. Naja gut, aber 7 kann man schon einiges mitreißen. Das scheint das Bestattungsunternehmen zu sein hier. Und dort erklingt doch schon wieder das, was unsere Ohren umsäumt, dieser schöne Klang des sicheren Raumes. Ach geil, dann geh doch nochmal Streichhölzer upgraden, dann können wir die 4 von da noch mitnehmen, weil ich liebe Streichhölzer. Josef, warte kurz, das geht jetzt ganz, ganz fix. Ratzfatz geht das, ratzfatz. Komm, jetzt beweg dich, Sebastian. Würde ich sagen, Streichholz-Tragekapazität und Spritzeneffektivität mal nochmal erhöhen. Auf jeden Fall. Wenn wir so viel Gel am Start haben. Wir haben leider nur 3000, das ist also nicht so viel. Ich glaube, da müssen wir uns für eins entscheiden. Dann nehmen wir Streichhölzer. Ja. Das ist jetzt gerade so verführerisch da auf dem Präsentierteller auch herum. Reserve, Streichhölzer.
Ach, das kostet ja fast nichts. Guck nochmal, Spritzen. Spritzen-Effektivität bei. Hier. 5000. Oh. Ja, voll der Abfuck hier. Oder noch ein Pistolen-Upgrade. Guck mal, bei Waffe. Nochmal irgendwie ein bisschen mehr Feuerrad oder so. Ja, komm, zack. Dann haben wir das fertig. Ja. Und jetzt ist mal ganz, ganz, ganz schnell raus, denn Josef wartet sicher ja schon auf uns. Dann vergess nicht, dir die Feuer-Zündhölzerchen zu schnappen, ja? Klar. Hier kommen mein Schätzchen. Josef! Der muss sich auch denken, was das für ein Spinner guckt, die ganze Zeit in den Spiegel. Mhm. Okay, gut. Komm her. Wo waren die hier drüben, ne? Jawohl. So, jetzt haben wir 3 weitere. Mensch, das ist doch fein. Gibt's hier noch irgendwas? Zu ergründen nicht, wie es scheint. Also ich fühle mich jetzt schon recht sicher. Hä? Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Danke für die Info, Josef. Oh, okay, Josef. Mach es doch einfach. Ja. Sag es nicht. Warte mal, ich klettere mal hier hoch. Alles oh nein. Klar. Ja. Ja, super, Josef. Jetzt können wir zumindest nicht mehr hoch und mal gucken. Ist das die Kidman? Nicole Kidman? Ich glaube. Oh ja, es ist Junior Detective Kidman. Hey, da ist Kidman. Wer ist da bei ihr? Ja, der Zombie? Typ. Nein, das ist der Junge hier. Ach so, der Krüppel. Der Psycho. Der ist nicht Psycho, der ist begabt. Wenn man das heutzutage so nennt, dann ja. Ey. Ach cool, jetzt gibt er uns Backup. Oh, nice. Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Dann nutzt es auch. Okay. Wo ist der? Okay. Also es gibt wohl kein Zurück mehr. Hallo? Josef! Was? Von wo kam das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es uns verdammt beschädigt hat. Ja, einen haben wir gleich noch. Ja, ich würde mir mal reinspritzen. Oh, sogar zwei haben wir noch. Ach. Und nee, du hättest das Große jetzt nehmen. Nein, das nehme ich später. Nee, das wäre jetzt perfekt gewesen, weil man kann sich in Deckung... Ah, da oben steht er. Warum macht denn Josef nichts? Ja, das ist, verstehe ich auch nicht. Egal, komm, selbst ist der Mann. Warte, er soll mal schießen. So, jetzt. Nutzt mal die Gelegenheit. Ja, aber... Ballern ihn die Birne weg. Headshot. Und du hältst bitte Ausschau nach Munition. Immer doch. Was ist das? Ach, wenn ich hier Feuer setze, brennt alles wahrscheinlich, ne? Oh ja, da. Oh oh, oh oh. Okay. Ah ja, ja geil, dann setz dich. Ach nee, das war der Typ, der da sich versteckt hat. Dann hier, zünde eine Leiche an, die da liegen doch ganz viele. Schnell. Nicht zum Anschauen. Nein. Oder. Ey! Was war denn das für einer? Ein normaler Bolzen. So. Okay. Die Gefahr wäre gebannt. Wie? Warum sind die jetzt alle tot? Ich glaube, Josef hat die einfach knallhart alle weggeballert. Na dann. Ach, warte mal, hier. Warte, ich verbrenne mal hier eine. Wenn du draufstehst? Ja, ich weiß ja nicht. Ach so, oh ne. So. Ist ja gar nicht so, dass alles brennt. Gut. Ich dachte auch erst, was war denn das für ein Bolzen, den du nicht nehmen kannst? Ach, irgendeiner von den Paralysebolzen wahrscheinlich. Dann baller die doch erstmal weg. Wir gucken jetzt erstmal, was hier auf uns wartet. Pfui. Pures Elend startet uns da an. Ja, ja. Sebastian, dieser Pfad soll direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Ja, wir müssen doch eh jetzt aufpassen, weil hier doch Scharfschützen sicherlich lauern. Hinter eine Kiste war da noch. Nee, die ist zersemmelt. Oh, da ist noch was drin, Muni. Okay. Ich sollte ja nach Muni Ausschau halten, ne? Was ich halte nicht, Ausschau. Ja, du bist doch voll. Die Shotgun, nimm die mal wieder. Die ist voll. Moment mal. Nein. Oh mein Gott.
Okay. Okay, der schreit nach Shotgun. Wo renne ich jetzt am besten hin? Hier hin. Es gibt keinen Ausweg. Shotgun. Alter. Moment. Alter, renn an ihm vorbei. Renn an ihm vorbei. Das nimm eine Granate, Handgranate. Hab ich gerade nicht im Menü, warte, muss ich erstmal ausrüsten. Okay. Du hast mehrere, ne? Plus. Nicht das Menü. Noch eine. Fuck! Nice. Sniper. Erstmal den Bolzen, würde ich sagen, aber das Snipergewehr werde ich ausrüsten. Ist er in. Werf schon mal. Das ist er hinter mir? Ah, er ist schon weg. Nee. Aber schießt in seinen Körper oder auf den Boden voll. Noch einer? Wollen die uns verarschen? Wie soll ich denn damit rechnen? Oh, fuck. Los, schießt die Explosionsbolzen auf den Weg vor sich, schnell. Einer ist schon mal tot. Noch einer. Verdammt nochmal. Das hat uns. Boah, Alter. Da hat's uns glatt zerrissen. Ey, das ist hier aber eine massive Situation, ey. Gut, ich würde sagen, wir erledigen erst den ersten, bevor wir in den Bereich mit dem zweiten kommen. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Jetzt aber sind so wir gewappnet. Mit Handgranaten, Explosionsbolzen, funktioniert das. Hat ja ganz gut geklappt. Oder du machst halt einen Stun-Bolzen und haust dann mit der Shotgun drauf, während er sich nicht mehr bewegen kann. Alles Optionen, die in Frage kommen. Dann rüste dich doch schon mal richtig aus. Ja, Moment. So. Auf jeden Fall, wir sind überzeugt, dass wir die Scharfschützen. Das Scharfschützengewehr nicht nehmen, ja? Dann werde ich jetzt hier die Granaten. Ja. Und den. Probier mal Elektrobolzen und dann mit Shotgun drauf kloppen, okay, wenn er gestunt ist. Aber warte erstmal, bis er ein bisschen angelaufen ist. Okay. Wenn er dann noch lebt, haust du ihm ein paar Granaten in den Leib. Auf alle Fälle. Nicht das Menü. Warum macht das Menü andauernd? Eine Granate und dann die Shotgun. Oh oh. Alter. Mehr auf dem Kopf. Ja, bei der Pumpgun ist das alles so ein bisschen doof. Das hat ja wohl immer nicht viel gebracht. Doch. Nochmal drauf. Schießen. 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 Ja, warte, ich will ihn finishen. Fuck. Hätte den doch bestimmt instant killen können, oder nicht? Komm her. Scheiße. Oh Gott. Jetzt aber. Jetzt hat ihn aber erledigt, oder? Sollte. Anzünden. Auf jeden Fall. Wow. Wie Alter. Schnell? Haben wir noch Shotgun? Ja, aber ich will erstmal weg hier. Hey. Ey, hallo! Hast du einen Stun-Bolzen noch oder so? Moment. Nicht den, der ist nicht gut gegen dich. Der ist nicht gut. Hauptsache, er ist erstmal kurzzeitig gelähmt. Ist er aber nicht. Mist, braucht eine Spritze. Und muss ganz schnell weg. Nur wohin? Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Alter, nimm eine Waffe. Boah! Alter, das war richtig, ja, das war die Wand kaputt gemacht. Ich glaube, gerade bringen mir Waffen nichts. Waffen bringen immer was gegen mich. Ja, aber ich kann gerade nicht laufen. Geh mal ins Menü. Explosion macht doch Explosionsdinger auf dem Boden. Er Moment, muss ja Moment, da Moment. Laufen. Mach die Explosion auf dem Boden, genau. Und jetzt Bolzen. Hab ich.
rein. Meine Energie neigt sich auch langsam dem Ende zu, übrigens. Ach, hier. Okay. Strombolzen. Ja, das ist nicht schlecht, aber was... Kann er mir hier... Womit legst du dann nach, wenn er mit Strombolzen gelähmt ist? Ich glaube, das zieht ihm auch was ab. Ah, nicht viel. Aber Hauptsache... Ich muss dann irgendwo mit nachlegen. Ja, und zwar mit, Granaten. Granaten. Perfekt. Warum macht er das Menü? Und dann hole ich noch das Scharfschützengewehr hinterher. Ja, genau, perfekt. Wo ist er? Hier kann er mich doch nicht rausziehen, oder? Ich muss ja auch nicht in den Sniper-Mode gehen. Ist ja auch wie so ein Jagd, wie so ein Elefantentöter einsetzen. Moment mal. Andere Seite ist besser. Auf jeden Fall. Oder? Doch. Jetzt schieß! Ich kann nicht schießen, wenn ich so bin. Ach, scheiße. Warte, aber... Nein. Das ist zwar voll die Pussy-Taktik gerade, aber ist mir auch vollkommen... Ja, endlich mal, Josef! Jawohl, zwei von zwei. Komm, jetzt nimmst du das fette Health-Pack. Jetzt oder nie, ey. Ja. Fuck, Sackgasse. Ich suche einen anderen Weg. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Geht klar. Hier. Aber erstmal gucke ich, ob ich was verpasst habe hier, oder? Da war wie zum Beispiel hier. Gehe. Nice. Meinst du, ich soll das Minipack jetzt echt nehmen? Ja, auf jeden Fall. Nicht, wenn jetzt das Chapter gleich zu Ende ist, dann werde ich doch eh regeneriert. Wirst du überhaupt nicht. Sicher? Ja, sicher. Nimm's jetzt. Jetzt ist eine gute Situation. Na gut, ich vertraue dir jetzt einfach mal. Jetzt werden wir gerade nicht bedroht, jetzt erhöht sich ein bisschen unser maximales Leben. Ist perfekt. Und wir haben Gegner. Und guck mal bei dem anderen Giganten, wo der gestorben ist, ob es da auch noch ein bisschen grünes Gel gibt. Okay. Guck mal, jetzt bist du richtig, guck mal, wie viel Leben du jetzt hast. So gut warst du noch nie ausgestattet. Links, hinter dir war grünes Gel. Genau. Oh, sogar 3,5. Ist hier immer richtig gelohnt hier. Da ist noch mehr grüner Block da. So, und da auch noch. Schön lieb. Gut. Ja, bald wieder shoppen gehen, du. Ja, ja. Wobei war ja kürzlich erst. Wir gucken jetzt, was hier liegt. Okay. Notiz vom Friedhof. What? Ich bin losgegangen, um Donner zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Höhle des Löwen komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht, bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen. Daniel. Daniel. Wer ist Walt, wer ist Donner und wer ist Daniel, frage ich mich da. Da war was mit deinem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Warte. Oh ne, nicht nur Gruft, ne? Also, gehen wir da runter? Denke schon. Und zurück ins Erdreich. Zurück in die Tiefe. Ja. Erstmal zurück in den Safe Haven, würde ich sagen. Okay. Safe Haven. Haben wir denn noch einen Schlüssel? Haben wir nicht, ne? Nee. Den haben wir nicht. Komm, wir sparen erstmal Gel ein bisschen. Ja, ich würde auch sagen, wir werden aber erstmal hier nochmal bei ihr einen kleinen Speicher ablegen. Und kann ich das denn überhaupt? Und an dieser Stelle dann auch einen kleinen Cut setzen, damit wir uns wieder regenerieren können und mit euch die nächste Folge von The Evil Within genießen können. Also dann bis dahin, gehabt euch wohl, liebe Leute. Tschüss.